Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Sacred 2 Mod The Fallen. Jo, Diablo 2 Fallen. Und genau, jetzt sind wir in zwei Stadt oder zwei Dorf. Zwei Bach, genau. Zwei Bach und müssen hier hin und hier hin. Ja, da lohnt sich jetzt gerade kurz noch vorbeizuschneiden. Genau, ja. Richtig toller Mod, richtig coole Sachen. Wir haben jetzt auch einen Charakter, der ziemlich stark ist. Jos können jetzt eigentlich viele Sachen machen. Und so schauen wir mal, was wir für Items finden, was wir für Posts entdecken. Natürlich ist alles noch ein bisschen unbekannt. Und jo. Werden auch sehr viele Easter Eggs und so alles ja, geben. Einer war ja am Anfang im dritten Part. Im dritten Part war ja, die Waldelfe mit ihrem Einhorn. Und ja, jetzt kommt natürlich dann noch ein paar. Also der Gladiator haben wir schon im zweiten Part entdeckt, oder im dritten Part. Weiß jetzt nicht mehr genau, und dann ist es im vierten Part die Waldelfe nochmals gezeigt worden von mir. Aber ihr seht es an der Thumbnail, welcher Part das ist. Und ja, die stehen einfach herum. Aber schön zu sehen, dass die auch eingebaut wurden in Sacred 2 und Sacred 1, oder? Und von Diablo 2 wird irgendwo Kane sein. Ich weiß ungefähr wo, aber da kommen wir noch nicht so schnell hin. Ja, und ihr seht, manchmal machen die Skelette nicht gerade so schnell etwas. Geht leider auch nicht mit diesem Gruppenbefehl und Einzelangreifenbefehl. Ja. Aber da müssen wir einfach schauen, nochmals beschwören. Weglegen, den Buff und wieder beschwören. So, also wir brauchen den Skill. Und so langsam brauchen wir echt mehr Defensive, also Konstitution wird noch kommen. Hier haben wir ja gesagt, wir machen eben Intelligenz, auch wenn es nicht so viel bringt. Also es bringt schon etwas im Hauptspiel. Da werden die Beschwörungen stärker, wenn man zum Beispiel ja das nimmt, was halt die Kreaturen brauchen. Also Intelligenz eigentlich meistens. Ja. Und wir greifen ja meistens mit dem Magier an, dann ist Intelligenz schon gut, wenn die und Intelligenz brauchen, wenn sie Zauber ausführen, oder? Wenn sie im Nahkampf angreifen würden, vielleicht Stärke nehmen eher. Können wir auch dann eben für die Nahkampfskelette, für den Golem. Und es hat wirklich Auswirkungen, ob wir den oberen oder den unteren Boni vom Skill nehmen. Also Bronzeboni und Silber und Gold. Boah. Also wir können zum Beispiel 5 Magier bekommen, aber dafür haben wir die Magier dann mit weniger Resistenzen, das will ich nicht, oder? Lieber mehr Resistenzen als ein Skelett Magier mehr. Und der Golem kann mit dem dritten Mod, also mit dem Gold Mod, dann zum Feuer oder Blut, nein, Feuer und oder Eisen Golem werden, genau. Das nimmt mich sehr wunder. Ich nehme wahrscheinlich den oberen, also den Feuergolem. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich habe es jetzt auch nicht mehr gefunden, wo ich die Mods sehen konnte. Aber ja, nach der letzten Aufnahme habe ich das noch nachschauen können. Und es ist irgendwie weg. Die Website ist down oder es wurde wieder verändert, dass es nicht mehr zu sehen ist. Aber es hat mich überrascht, dass es zu sehen war. Nur aber von nur 2-3 Skills, oder? Ja, ist ein bisschen kompliziert, wenn es so alt ist. Vielleicht finde ich es nochmals, vielleicht ist es einfach immer weg jetzt. Kann schon sein. Die Wikis sind halt nicht gerade so gut behütet. Ja. Aber egal wie man mordet, ist es nicht so ein Riesenunterschied. Man könnte es noch ändern mit dem Secret Character Editor, aber ich will jetzt das auch nicht gerade machen. Also, ich weiß natürlich, was es genau bringt. Eins bringt noch bei den Magiern mehr Leben und da haben wir uns wahrscheinlich auch fürs Obere
Wir haben mehr Leben genommen. Okay. Es ist irgendwie anders. Also wir haben ja beim ersten Mod gar nicht zwei Skelette bekommen. Es ist irgendwie anders. Hat sowieso nicht gestimmt. Ist irgendwie ein bisschen komisch, wenn sie es eingestellt haben. Das stimmt nicht. Aber gut, ja, wir werden ja sehen. Oder vielleicht wirken ja beide Mods, oder? Wie ich gesagt habe. Es ist so kompliziert, oder wenn der Mod da nichts preisgibt, man weiß gar nicht, was man skillen soll. Aber okay, wir werden schon schaukeln. Also viel mehr Damage oder Leben bekommen sie dadurch auch nicht. So, jetzt sind wir eben auf der Reise zu der Charakterquest. Wir sind gerade falsch, da bin ich in eine Sackgasse. Hier gibt es eine Quest, wir machen erst später dann viele Quests. Jetzt im Charakter, also Startergebiet, Anfangskampagne, bringt es jetzt eigentlich so viel. Wir werden noch genügend Quests machen können für gute Items. Wir haben ja schon ein Unique Item gefunden, dieser Ring da. Dieser da. Und sonst Doppelgänger. Hinrichtung geht noch nach unten. Sonst haben wir gar noch nicht so viele Sachen gefunden, aber es wird schon. So, Machtstoß haben wir auch, ne? Also nochmal so ein Level. Geht das schnell, wenn man so schnell killt? Also zuerst mal Unterweltfokus wieder und wir bräuchten eigentlich ja, Konzentration schon viel mehr. Weil ab 75 Punkte in ja, Konzentration haben wir dann den dritten Buff freigeschalten. Und hier modden tue ich jetzt eben den Golem. Ja, machen wir das obere mal. Der wird wahrscheinlich, oder ich will ja, dass er mehr pullen kann. Einer ist, glaube ich, ein Bronze-Mod, der eher das Pullen. Der andere Mod ist eher, glaube ich, Schaden. Ich mach den anderen. Aber der letzte muss oben sein, auch wenn es vielleicht nicht stimmt. Aber ich will den Feuergolem, sonst tue ich das wieder ändern. Also zuerst mal skillen schon. Und ja. So, nochmal so ein Buch. Verhaltensregeln im Umgang mit Drachen. Oh. Ja, ja. Drachen darf man nicht erzählen. Nochmals Doppelgänger. Jetzt haben wir ihn. Flüssigkeit brauche ich gar nicht. Ist die besonders irgendwie? Nee. Aha, die ist wegen Taktik und okay. Dann legen sie sie einfach irgendwo zu einem Twink zu einem Ding. Da oben muss ich noch hin. Aber hier ist die Hauptquest, genau. Also schauen wir mal. Was die Wachen denn so sagen. Oh, die sind sehr. Trotzdem haben sie keine Chance. So. Hier oben gibt es noch die Alien-Quest. Die könnten wir eigentlich in diesem Part noch machen, ja. Und hier oben gibt es noch ein paar Quests. Jo. Ich habe da noch etwas vor einer anderen Quest, sonst sind wir dann fertig hier. An deiner Tapferkeit können wir alle uns ein Beispiel nehmen. Allerdings haben wir eine Menge Leute verloren. Und ich bin sicher, dass dies nicht der letzte Angriff auf uns war. Und bevor wir in die Menschenregion gehen, gehen wir noch kurz zu den Dunkelelfen zurück. Die werden dann wahrscheinlich kein Problem mehr sein, oder? Vielleicht doch. Ja, holen wir die Alien-Quest kurz. Und dann ab zur Charakter-Quest. Na? Wir angreifen. Das war gleich ein Hüftgurt. So, ich brauche unbedingt Resistenzen, müssen wir schauen. Pranger, Blockchance betäuben.
Ja, Blockchance betäuben wird später vielleicht ein bisschen interessanter. Aber ich habe so das Gefühl, es tun nicht so viele blockieren. So betäuben. Also. Ist eher im Hauptspiel ohne Mod. Aber es ist gut, dass der Mod gesagt hat, ja, es muss nicht jeder gerade am Anfang jemand festsetzen, blockieren oder verlangsamen und so, schwächen. Es geht ab und zu und das ist auch gut so. Jo. Hier gibt es auch noch ein paar Quests rechts. Nicht nur hier. Ja, machen wir sie eben noch nicht. Wir sind noch genügend stark, wir müssen noch nicht irgendwelche Set-Items oder so bekommen. Genau. Also, wir brauchen unbedingt Defensive. Als erstes Konstitution, das ist viel zu wichtig. Dafür eben jetzt wieder so ein bisschen auf die Aspekte. Und Modding-Punkt? Noch nicht, okay. Also die Quest hier in den Weizenfeldern, Kornkreisen und so ist die Alien-Quest. Findet das unbekannte Wesen, das für die Kornkreise verantwortlich ist, und bringe einen Beweis in Existenz. Ich glaube, wir müssen den Kopf abpacken oder so. Ein paar durchgeknallte, eisenharte Crack-Orks vorbei. Ja, macht ihr das Totenbeschwören. Diese eisenharten Crack-Orks, die sind sicher sehr kampfstark. So, das ist wieder die Büro-Quest. Und hier ist die Katze. Die Katze holen wir nicht. Leider nicht, auch wenn ich Katzen mag. Ich hole mir die Quest nicht, die dauert sehr lange. Und die Katze ist leider sehr, sehr squishy. Ich habe mal die Quest leider nicht geschafft, weil die Katze irgendwo zum Gegner teleportiert wurde und dann verreckt ist. Oh, ist doch nicht. Sehr, sehr schade. Aber gut. Wenn man so Quests macht, das entwickelt, dann muss man das auch. Jo, verstehen als Spieler, oder? Die Spieler verstehen es, aber die Entwickler nicht. Es geht, aber die KI muss nicht wurzdumm sein. Die KI sollte so sein, dass sie nicht dann zum Gegner läuft und sich umbringt. Das ist ein bisschen zu schade. Aber sie nehmen immer wieder diese Gegner, die recht jo, unnütz sind, oder? Die eigentlich schnell sterben. Kannst du richtig aushauen. So, wir haben den Bären, oder? Haben wir den genommen? Noch nicht. Okay. Bei diesem Charakter noch nicht. Den wollte ich ja auch noch holen. So, was haben wir hier? Ah, der Räuber von allen. Ah, noch mehr, genau. Die haben gar keine Waffen. Was machen die? Oh, ich bin ein Räuber. Ich habe nur noch freie Hand. Zum Räuben. Zum Klauen von Dingen. So, also. Alana. Hey, schon gut. Ich ergebe mich. Bitte verschone mich. Ich werde bestimmt keine Dummheit mehr machen. Versprochen, keine krummen Dinger mehr. Ich gehe in die Stadt und werde einen ehrbaren Beruf erlernen. Okay, sie hat aufgegeben. Ich hätte gedacht, sie kämpft mit uns. So, also wir müssen hier zu Zweibach zurück. Dann gehen wir oben durch, das ist schneller. Unten durch müssen wir bei dieser Zone mit diesen vielen Gnomen wieder durch, wo wir vorher waren. Und ich glaube, wir müssen noch irgendwo anders hin und dann in eine Höhle oder müssen direkt in die Höhle. So genau. Aber es gehört zu einer wirklich guten Quest. Ah, genau, gehen wir noch zum Wasserelementar. Das ist, glaube ich, nicht da. Du bist. Also wäre hier, aber in der Lichtkampagne wäre es da.
Wir konnten leider nur die Schattenkampagne machen, also die weniger nette Kampagne. Es passiert eigentlich nicht gerade so viel Böses. Das ist, ja. Es kommt ein bisschen auf das Ziel von Andrach an. Was denn passiert? Wieso? So, ein Friedhof. Ist das da? Okay. Allgemeines, sagen wir. Allgemeines Buch. Ein bisschen mehr Gegner kommen, einfach verlangsamen. Hier rechts geht's zum Boots. Ja. Bootsverleih, Boots schon zum Hafenwärter. Damit wir irgendwo anders hinfahren können. Also teleportieren können sozusagen. Ja, können wir eigentlich immer dorthin, wo wir schon waren. Aber zu neuen Orten zum Beispiel kann man dort auch auswählen. Wir hätten übrigens ein tolles Tier bekommen als, ja, Necromancer. Und das werde ich, denke ich, auch benutzen, aber man muss halt den wieder absitzen, wenn man... Also es geht mittlerweile, glaube ich, irgendwie ein bisschen, oder ist das nur die Intentioned Edition Patch, also Mod? So, haben wir irgendwas gefunden? Momentan finden wir einfach noch zu wenig sehr Sinnvolles. Also so Schaden als Defensive physisch würde ich gerne nehmen. Ja, wir haben überall noch graue Items und so. Es droppt einfach zu wenig. Dafür droppt einfach auch Besseres und so. Nur am Anfang meistens. Und einfach nicht, weil es ein schlechtes Loot-Table gibt und ja, man hat einfach auch wenig MF hat. Wir sind jetzt Stufe 12, also jetzt sollten langsam mehr Unix droppen. Z-Items eigentlich auch schon ziemlich. Aber es kann einfach sein, dass wir Z-Items finden, aber es sind nur rare Items, die einfach besser sind. Das sind so eingefügt worden, damit man einfach mehr findet. Ich finde es jetzt nicht so spannend. Jo. Genau hier auf der Brücke müssen wir dann oben durch. Zurück nach Zweibach. So, wieder hier. Eine Konstruktion. Wieder Intelligenz. Also selbst wird auch viel bringen auf Ausdauer gehen, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt ja, so viel casten. Lieber auf Intelligenz. Also, gut. Okay, noch gekünstelt. So, ich möchte aber hier neben dem Fluss, also vor dem Fluss rechts gehen. Ja, der Mod, der Superspawn-Mod, der macht die Reichweite, Sichtweite auch ein bisschen größer. Hier hätten wir mal einen Stahlkühler, was wir das greifen können. Aus der Drachenmagnet. Kampfkunstfähigkeit plus 3. Ich würde den mal aufklappen. So. Also alle Dinge, die man irgendwo gebrauchen könnte. Hin. Machen wir da rechts oben die Unix, unten die Set-Items und hier links unten. Umhängen und so. So klar. Er geht wieder nicht weg. Jetzt haben wir wieder ein neues Pet. So, haben wir hier sonst noch was? Kurz ein bisschen leise und laut hier. So,
damit die nicht auf Dauer dann immer auf den Keks geht. Dieses ja, Monstergeräusch, Kampfgeräusch. Ja, alles gehört eigentlich zu den Sound-Einstellungen sonst, außer die Sprache und die Musik. So, haben wir geschafft. Also, was passiert jetzt mit dem Alien? Ja, es erscheint irgendwo und dann kriegt man es wahrscheinlich. Vielleicht gibt es ja etwas Außergewöhnliches. Es erschrickt uns und wir verduften. Ja, hopp. Aber kommt rüber, was macht ihr da drin? Hallo, ich bin hier oben. Na, danke schön. Ja, ja, so Sachen wie das falsche Spawnverhalten. Ja. Faulheit der Entwickler. Könnte man eigentlich gut beheben. Das ist nicht so schön. Kommt drauf an, wie man was hat setzt, wo die Skelette spawnen, wenn sie mal weg sind. Müssen sie nicht unten, weit unter der Brücke spawnen. Ah. Ja, ja. So, haben wir hier irgendwas? Auf der Seite scheinbar nichts. Nirgendwo ein Versteck. Ja, die tun jetzt wirklich besser droppen. Ich hab's gelesen. Die Drop-Chance bei Geheimverstecken sind natürlich schon markant gestiegen. So, ja, Blind Guardian-Konzert, ich weiß. Ja, ja. Ich. So, ah, jetzt. Hier eine belgische Märchenstunde. Genau. Jetzt gehen wir wieder über die Brücke. Ja. Oder wir gehen unten durch. Ist ein bisschen besser. Gegner sind uns noch gefolgt. So, also. Das ist Akt 1 Musik. Gar keine Gegner. Keine Massen. Die Gegner. Oh. Alle gemein, das haben wir doch schon gelesen. Genau, jetzt mal schauen. Wir haben hier den Wischen. Das ist, glaube ich, ist auf Deutsch trübe Sicht irgendwie selbst. Das sind die Magier, oder? Ich ist es das Magier-Symbol. Genau. Nein, das ist das Magier-Symbol. Asis-Blätter brauchen wir nicht. Da haben wir 4 Stück, 4 Runen. Und von den Magiern haben wir noch gar keine Rune gefunden. Okay, wir können sie noch nicht verbessern. Ob die sind jetzt Stufe 1, 1 Stufe 2. Die sind stark für Stufe 2. Ja, nein, nicht hier doch. Wir müssen noch eins nach oben. Ja, das Wasserelementar hat früher einen Skillpunkt gegeben und das war ja dort, wo links ging. Und jetzt ist er aber noch da, aber bringt keine Skillpunkte mehr. Gibt irgendwas, glaube ich, Gold oder so. So, da. Die Quest haben wir erreicht, aber wir müssen noch weiter. Da ist eine Erklärungsnot. Die Inquisition. Gut. Ich bin mal gespannt, wie es dann im Gold und so weitergeht. Wir werden in Sebe auch noch Multiplayer, also LAN
freier Modus und so ein bisschen farmen. Und machen dann einfach nochmals die Kampagne und so. Suchen mehr Items. Töten mehr Bosse und so. Ja, mal schauen. Solange ihr natürlich richtig Bock habt. Ist natürlich immer schön. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch mitspielen. Also ab dann, oder ab dann ich Gold bin oder Silber, also mit der Kampagne verfertigt, könnt ihr gerne auch mitspielen, weil das geht halt so über ja, so Programme, die LAN einfach Multiplayer-tauglich machen. Genau. So, also, wo ist das Alien? Wo ist das Alien? Ja, diese Türme, oh, die Skelette sind gerade ein bisschen arbeitslos. So. Gut geschafft. Wo ist das Alien? Wo ist das Alien? Was mag der heilige Schein? Ey, nicht schon töten. Oh. Das hat man jetzt gar nicht mal so genug gesehen. Bestimmung. Ja, ist ein schönes Alien aus. Alien. Aliens und alles Mögliche. Ich kenne die Filme nicht ganz so gut. Ich glaube, ich habe sie noch kaum gesehen. Ist gar nicht. Aber dafür habe ich jetzt ein Laserschwert. Ist das Darth Vaders Schwert? Also es gibt ein Unique, das heißt Mauls. Mauls Verrichter oder so. Ist natürlich von Darth Maul, aber Darth Vaders kenne ich jetzt auswendig nicht. Könnte sein, dass es den aber Anakins Schwert gibt's glaube ich. Jo. Also ich glaube, das war blau, oder? Lichtschwert. Nee, Laserschwert tönt besser. Das heißt, gut ist jetzt, oder? Das bringt uns nicht so viel. Wir wollen auf MF gehen. Und greife im Nahkampf gar nicht an. Also, dann haben wir die Quest eigentlich schon fast fertig. Jetzt gehen wir die Quest noch abgeben. Wieso bist du so unscharf? Okay, dass du nicht geladen bist. Lieber Golem, warte dich. Wir müssen jetzt wieder zurück zum Kornkreis. Okay. Ist einfach. Ich finde das Bild zu schön. Ja, Angreifung, ne? So. Aktionskraft. Irgendwie droppen nicht so gut alle Runen. Ist auch noch zu gucken. Immer nur die gleichen. Kriegen wir aber dann schon zusammen. Wir können alle umtauschen so schnell wie möglich. Die Stärke werden auch Ösen schon genügend stärken. So viel Stärke werden wir. Das ist genau. Das müssen wir noch einmal ein. Ja. Und damit kann man einfach reichen. Paar Wildschweine. Ah, da oben sind sie. Ich will aber die. Oh, ich wollte die Wildschweine haben. Ja, jetzt habe ich ein Wildschwein. Einige Zeit aktiv, sind aber recht schwach noch, also sie sterben. Ein bisschen zu schnell. Aber später sind die sehr lange da und sehr zäh. Genau, so ist es. Also ich könnte ab und zu auch noch ein bisschen. Genau, die explodieren immer so mehr. Wenn einfach die Zeit abläuft oder wenn sie sterben, dann explodieren sie so. So, ja, ich wusste es. Ja. Jetzt kriegt er noch Albträume. Oh. Ich
Ich hatte nie Zweifel. Das ist natürlich ein bisschen böse zu einem Kind. So, machen wir noch Konstitution. Ja, es ist das war dann doch noch ein bisschen wichtiger, die Defensive stärker zu machen. Jetzt sind wir ja fertig. Wir könnten noch auf Geisterjagd gehen, auf dem Friedhof. Wir könnten da ein bisschen ein paar Gnome aufhalten lassen. Ich denke, wir gehen jetzt einfach hier runter in die Hauptstadt. Ja, es ist jetzt 30 Minuten. Ja, machen wir das im nächsten Part. Sonst geht das zu lange zum Hochladen. Also, wir können kurz einen Job noch, ein paar Items verkaufen. Genau, und dann. Oder tausend ist er. So, haben wir noch irgendwas, was wir brauchen können? Verkaufen. Ja. Ich denke, die. Was jetzt ist, welcher Trank oder. Können wir nachher sehen und dann aber die verkaufen, die weniger sind. Weil sie jetzt genau gleich sind. Aber ich glaube, die oberen sind die, die wichtiger sind. Oder die unten sind, die hochgehen und deshalb die unteren nehmen. Aber lieber mehr High-Tank als weniger, also zwei Stacks. Tun ja das Inventar nicht voll mit. So, also jetzt haben wir das. Bisschen sortiert auch und jetzt vor allem irgendwie so ein bisschen Resistenzen nehmen. Nehmen wir die mal. Doppelgänge Laufgeschwindigkeit, Ausweichchance, gar nicht. Ja, es sind sehr wenige Resistenzen. Ja gut, dann gibt es halt gar keine Items mit Resistenzen mehr. Schadenskunde, Fernkampf, Verteidigungsfähigkeit, da haben wir schon, ja genau, Einheit frei. So, und ja, dann im zweiten Part. Im nächsten Part geht es dann weiter. Ist, glaube ich, der fünfte Part jetzt gewesen, oder sechste. Ja, werden Sie ja dann sehen. Genau, ihr könnt es ja oben lesen. Tschüss.